WDR. Einen wunderschönen Freitag. Sie sehen Ihre Lokalzeit OWL. Wir in Ostwestfalen-Lippe müssen uns in diesem Sommer auf viele Wespen einstellen. Das ist ein Thema heute. Hier kommen drei weitere. Fürstenberger Soldat auf der Gorch Fock. Das Schulschiff segelt weiter. Bierbrauer aus Leidenschaft und mit langer Tradition gibt's in Warburg. Und erster Tauchgang einer Bielefelderin und wir halten Händchen. Im Sommer geht's ab in den Garten. Mit dabei Kaffee, Kuchen, Saft, Eis und Wespen. In diesem Jahr bringen sie sogar noch Verstärkung mit. Fachleute sprechen schon von einer Wespenplage. Es summt und brummt seit Wochen. Das Wespennest im Gartenhaus von Familie Matulat in Höxter ist beeindruckend und auch beängstigend. Es soll weg, bevor was passiert. Thomas Kube ist Wespenexperte bei der Feuerwehr Höxter. Er schaut sich alles genau an, entscheidet schnell, was zu tun ist. Kommt eine Mülltüte drüber, dann werden wir die komplett ablösen und dann werden wir das Nest halt umsiedeln. Wir haben hinter der Wache bei uns haben wir so einen kleinen Platz dafür, den werden wir dafür nutzen. Warum umsiedeln? Warum nicht zerstören, vernichten? Weil das hier ganz gut geht. Also Nester, die in Jalousienkästen sind, die kann man nicht rausnehmen oder so. Da muss man dann Gift einsetzen. Und hier ist das möglich. Thomas Kube zieht die Schutzkleidung über den dicken Feuerwehranzug. Ursula Matulat ist froh, dass ihr die Feuerwehr hilft. Ja, ich kann das ja dann nicht mehr nutzen. Und ich wollte ja auch wieder da rein. Und ich möchte mich nicht stechen lassen. Wenn so eine Horde über mich herfällt, ich weiß nicht, ob ich das vertragen kann. Auch Thomas Kube ist schon gestochen worden beim Einsatz. Trotz Schutzkleidung. Er geht allein ins Gartenhäuschen. Ursula Matulat zieht sich zurück. Und auch wir bleiben mit unserer Kamera in respektvollem Abstand. Die Wespen sind aufgeregt und aggressiv. Das Ganze dauert nur wenige Minuten. Dann kommt der Profi mit einem brummenden Müllsack voller Wespen wieder raus. Ihm ist richtig heiß. Haben Sie im Moment eigentlich viele Einsätze? Ja, sehr viele. Also bis jetzt haben wir schon 35 Einsätze und es nimmt nicht ab. Und wir haben auch zahlreiche Beratungen, wo wir halt eben Nester halt, wo wir da so gut beraten haben, dass sie mit den Wespen leben können. Und also sieht aus, als wenn wir dieses Jahr unser Rekord aufstellen. Der kalte Winter hat den Wespen gut getan. Der Schnee hat die Tiere zusätzlich geschützt. Optimale Bedingungen für eine kleine Wespenplage. Die Matulats sind die Gefahr los. Zwischen 50 und 100 Euro werden sie dafür an die Stadt Höxter bezahlen müssen. Die Wespen sollen hier im Wald ein neues Zuhause finden. Und von der Seite her sind wir also auch sehr bemüht, die Wespen, die Nester nicht zu zerstören, sondern so weit wie eben möglich wirklich immer zu erhalten. Nur eben an der Stelle auszubringen, wo sie den Menschen also nicht gefährlich werden können. Thomas Kube muss noch mal ran. Heute wurde er nicht gestochen. Es ist alles gut gegangen. Die Gorch Fock wird weiter segeln. Das hat der Verteidigungsausschuss des Bundestages jetzt beschlossen. Der Tod einer Kadettin brachte das Segelschulschiff der Marine fast zum Kentern. Felix Günther aus Fürstenberg bei Bad Wünnenberg war an Bord, als das tragische Unglück passierte. Und trotzdem möchte er die Zeit nicht missen.